Heute sind wir hier beim Rainer Seifert und der wird uns heute über das wichtigste Thema im Leben was erzählen, nämlich um sauberes Trinkwasser. Rainer, was hast du uns über sauberes Trinkwasser zu erzählen? Trinkwasser ist für uns deswegen wichtig, weil wir es trinken, weil wir es einatmen. Wir benutzen es zum Duschen, wir benutzen es zum Wäschewaschen und von daher brauchen wir sauberes Wasser. Und wir sehen es hier in Chaco, verwenden wir Regenwasser. Hier hat es jetzt wunderbar geregnet, aber man merkt, man sieht schon ganz deutlich, jedes Regenwasser zieht irgendein Leben an. Leider sind hier dann in der Zisterne, wo wir das Ganze auffangen, ist halt nicht nur der Staub drin, das ist noch das geringste Problem, sondern was wir auch haben, das sind halt Keime, das sind Viren, Bakterien und dann entsprechend die Parasiten. Und das wollen wir halt nicht im Trinkwasser haben, sondern das wollen wir einfach heraus haben. Trinkwasser soll sauber, frisch, farblos, geruchlos und bakterienfrei sein. Und genau das ist ja ein Thema von deiner Firma, und zwar Wasserfilterung. Ich selber bin ja auf die Firma Inteva gekommen, die wir hier vertreten als Aquatechniker in Loma Plata. Ich selber bin Haustechniker, staatlich geprüfter Techniker, also hier würde man sagen Ingeniero. Und so sind wir eigentlich dann draufgekommen, was wir in Paraguay machen wollen. Wir wohnen hier in Loma Plata und wir fühlen uns sauwohl. Und seit wir dann unser sauberes Trinkwasser haben, merkt man, geht es uns auch deutlich besser. Ja, dann schauen wir uns doch mal direkt deine Filteranlage an. Kannst du uns vielleicht einmal erstmal grob die Baugruppe erklären? Hier ist die Steuerung. Die Steuerung, die macht fast alles automatisch. Wir haben hier dann die Luftpumpe, dass wir das Eisen rauskriegen. Wir haben hier den Bioreaktor, wo der eigentliche Filter drin sitzt. Und wir haben hier den Klarwasserbehälter, in dem befindet sich Trinkwasser. Und von hier raus wird über das Hauswasserwerk dann das Haus versorgt. Ja, wie kommen denn jetzt überhaupt die Bakterien, das Eisen, die Parasiten, wie kommt das alles überhaupt erst ins Wasser rein? Wir haben halt einfach die Situation, dass wir hier das Regenwasser nutzen müssen, weil es keine zentrale Wasserversorgung gibt. Deswegen gehe ich heute mal her und sage, also Zisternenwasser muss aufgefangen werden, das muss vorgefiltert werden. Pollen werden durch so ein engmaschiges Netz rausgenommen. Der größte Teil vom Wasser geht da rein. Also mindestens 95% des, was da rausgeht, das ist minimal. Ist eine ganz tolle Idee. Vor allem, das ist jetzt nicht irgendwas, was man teuer irgendwo einkaufen muss. Aber so das Teil kann ich in jedes Fallrohr einbauen und habe schon mal eine sehr gute Vorfilterung. Ja. Und das, was dann noch drin ist an Eisen und an Bakterien, das müssen wir rausfiltern. Wir haben hier einen Staub, einen Chaco-Staub, der immer irgendwie mit in die Zisterne kommt. Den will ich eigentlich aber auch drin haben, weil der remineralisiert mir mein Regenwasser. Er hat aber den Nachteil, dass Eisen drin ist. Es ist wie ein Kunstdünger, muss man sich das vorstellen. Wenn ich das jetzt in die Leitung reinkriege, die jetzt nicht durchflossen ist, dann kann sich das munter vermehren und dann entwickelt sich da teilweise so erst einmal grüne Algenschicht. Wenn die dann abstirbt, entwickelt sich dann nur eine anaerobe Bakterienkultur, die auch nicht gut schmeckt, die auch nicht gesund ist. Also von daher, ich weiß, wir leben in Symbiose mit Bakterien. Unsere halbe Verdauung ist mindestens Bakterium, aber im Trinkwasser will ich es nicht. Und wir haben einfach auch diese Parasiten- und Bakterienproblematik hier, weil wir hier einfach in einem tropischen Gürtel sind. In Ostparaguay haben sie ja nicht so sehr die Problematik mit der Zisterne, sondern da ist das Problem mit dem Brunnen. Ja. Also ich habe auf der einen Seite den Brunnen und auf der anderen Seite die Versitzgrube, das Pozo Negro. Ich habe da natürlich dann die E. coli-Bakterien, ich habe alle anderen Bakterien, was da drin sind. Also von daher, in Ostparaguay ist das gleiche Problem, allerdings dadurch, dass das Grundwasser natürlich nicht sauber ist. Es gibt ganz wenig Quellwasser, was wirklich sauber ist in Ostparaguay. Und gerade die Belastung, die dann teilweise dann auch da ist, weil die saure Böden haben, da würde ich zum Beispiel in so einen Bioreaktor würde ich einen Kalkstein reintun, dass man hier das Wasser wieder remineralisiert. Also das sind so Punkte, da muss man zwischen Ost- und Westparaguay, also Chaco und Ostparaguay, muss man da unterscheiden. Aber der Filter an sich ist für Ost- und Paraguay meiner Meinung nach gleich wichtig. Was man halt hier deutlich sieht, ist, wir haben das jetzt hier in unserem sogenannten Bioreaktor. Da wird von unten Luft reingeblasen. Das ist jetzt hier eine ganz normale Luftpumpe, wie man es fürs Aquarium hat. Und somit kriegen wir das Eisen weg. Das ist hier diese rotbraune Farbe. Das ist Eisenoxid, allgemein Rost. Man sieht es hier. Und wenn man dann so drüber langt, das ist ganz schmierig von Bakterien. Und diese Bakterien, die wollen wir rausfiltern. Schauen wir richtig rein, da ist da unten so eine Filterpatrone. Und man sieht jetzt dann diese Membrane. Und man sieht das, also die sind hier, sind die eingebunden. Und hier wird gesaugt.
Also diese Spaghetti sind innen hohl. Das ist eine Hohlfaser. Das heißt, hier wird gesaugt und dann ist da außen ist der ganze Schmodder. Alles, was ich nicht im Trinkwasser haben will. Und wir haben jetzt hier mehrere so Stränge dann dort hängen. Dadurch, dass diese ich hier so einen leichten Unterdruck habe, das ist ja nur 24 Volt Pumpe, habe ich natürlich den Vorteil, ich sauge mir nicht das Eiweiß komplett in die Poren rein, sondern das bleibt hier alles an der Oberfläche kleben. Das Wasser, was dann in der Pore, also durch die Pore durchgeht, das hat keine Bakterien mehr. Ich habe hier oben dann entsprechend Spülwasser. Mit diesem einen Liter Wasser, der hier in diesem Edelstahlballon drin ist, spülen wir alle 15 Minuten rückwärts, damit also die Poren wieder frei werden. Dadurch wird sich der immer wieder regenerieren und ich muss den je nach Verschmutzungsgrad, je nach Belastungsgrad, einmal im Monat oder einmal alle 3 Monate muss ich den waschen. Das geht relativ einfach, zeige ich dir gleich, aber an sich vollautomatisch und ich habe immer saures Trinkwasser. Ganz einfach kann ich das dann, ich sprühe das mit Alkohol ein, kann da einfach drüber fahren, kann das sauber waschen, kann das praktisch so runterschütteln. Ich muss nur aufpassen, dass man hier, da wo dann der Klarwasserbereich ist, dass man da kein Schmutz reinkommt. Aber da gibt es dann was ganz Einfaches. Man legt die Hand drauf oder man macht so einen Stopp. So, dann, man sieht es hier recht toll. Hier ist dann einmal eine Faser gerissen. Ja. Auch dieses Reißen von diesen Fasern macht nichts, weil das legt sich nämlich dann einfach zu. Das ist ein sogenannter Selbstheilungseffekt und macht überhaupt nichts, weil ab dem, wo sich es verschlossen hat, hinten nach ist die Faser wieder völlig in Ordnung. Vorteil von dieser Art von Filter ist, es ist ein regenerativer Filter. Es ist ein Filter, der hält 10 Jahre diese Kartusche. Und ich erzeuge 10 Jahre lang keinen Müll. Nach dem Filtern schaut das Wasser so aus. Also man sieht einen deutlichen Unterschied. Dadurch, dass wir die ganzen Bakterien jetzt hier rausnehmen, haben wir hier kein Wachstum mehr, weil da ist kein Bakterium mehr drinnen, denn was die meisten Leute immer vergessen, wenn ich mit dem Zisternenwasser dusche, die Aerosole atme ich direkt ein. Beim Trinken habe ich immer noch diese Magensäurebarriere, da sterben schon mal sehr viele Bakterien über die Magensäure ab. Aber beim Inhalieren, kennt man von, wenn ich ein Medikament inhaliere, das geht direkt rein, das befreit direkt die Lungen. Aber im umgekehrten Fall, wenn ich belastetes Wasser habe, inhaliere ich das halt auch. Also diese Aerosole, seit Corona kennt das jeder. Bei uns in der Haustechnik ist das schon ganz, ganz lang ein Thema und da müssen wir einfach aufpassen, dass wir gerade zum Duschen, dass man da deutlich vorsichtiger ist. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt hier 6-köpfigen Haushalt habe? Gibt es diese Anlagen in verschiedenen Größen? Die gibt es bis 10, 20, 30 Kubikmetern auf. Das ist, kann man modular aufbauen. Für eine 6-köpfige Familie wäre immer noch der gleiche Filter. Ich würde nur für die Spitzenlast einen zweiten Behälter daneben stellen. Okay. Wir möchten also das Wasser, das bevorratete Wasser immer ganz, ganz eng halten. So nah am Bedarf, wie es geht. Immer mit einem anfangen, erweitern kann ich immer. Und wir haben dann auch gemeint, also ein Behälter ist vielleicht ein bisschen wenig, aber wir sind ein Zwei-Personen-Haushalt. Es hängt sogar noch die Klospülung drauf, weil wir unsere Installation im Bestand nicht ändern wollten. Also selbst das reicht völlig aus. Also es ist jetzt hier 100-Liter-Behälter, aber die 100 Liter reichen völlig aus, weil wenn ich hier Klospülung habe, wenn ich dann Waschmaschinen laufen habe, Spülmaschinen, es geht zwar momentan runter, aber er erzeugt dann permanent nach. Jetzt haben wir ja super viele Informationen bekommen. Jetzt ist natürlich die brennendste Frage, was kostet mich so ein gutes Stück an Wasserfilter? Der Wasserfilter selber kostet so mit Einrichtung, ohne Installation, ich weiß natürlich nicht, was alles im Haus geändert werden muss und ohne das Hauswasserwerk, so 30, 31 Millionen Guaranis. Das Wasserwerk, was ich jetzt habe, das ist dann die High-End-Ausführung, finde ich jetzt nicht schlecht, die kostet um die 4 Millionen, das kaufe ich aber hier ein, das wird nicht aus Deutschland importiert. Aber vom Preis her muss man immer so sagen, wir verkaufen nach der deutschen Nettopreisliste. Also das heißt, wir gehen her, sagen, der Nettopreis, wie er in Deutschland, in Europa gehandelt wird, wird ohne Südamerika-Aufschlag auch hier so weitergegeben. Was wir haben, das ist dieser Importaufschlag von 10%. Den brauchen wir einfach und die 10% Steuer. Also das heißt, wenn ich den Preis, den Nettopreis aus der Preisliste, das bei Inteva auch einsehbar ist, das kann, ist eine ganz offene Sache, der Nettopreis, der da drin steht, das mit dem Umrechnungskurs dann hier mal 1,2, dann ist alles drin, dann ist der Import drin und es ist vor allem Steuer drauf. Für deinen YouTube-Kanal habe ich dann folgendes Angebot. Jeder, der über diesen Gutscheincode, der bei dir dann unten verlinkt ist, im Video, jeder, der hier einkauft, der kriegt 5% extra Rabatt. Okay. Das können wir so. Das war schon ein guter Rabatt, ja. Ja,
die Leute, die entsprechend interessiert sind, die sollen auch einen gewissen Vorteil haben. Das Ganze will ich zeitlich gar nicht begrenzen. Okay. Es hat einfach was damit zu tun, jemand, der sich aktiv informiert, der darf gerne mal einen Vorteil haben. Ich sehe das einfach so, wir müssen einfach jetzt schauen, dass wir die Leute dahingehend kriegen, dass sie sensibel werden für Trinkwasser, dass sie sensibel werden, dass Trinkwasser etwas ist, was für ihre Gesundheit ist. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich für diese ganzen Informationen und auch für das Angebot an unsere Zuschauer. Ja, also war sehr interessant, wieder viel über Wasser gelernt. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja dann noch mal in einem anderen Video, weil du hast ja noch einige andere Sachen da im Angebot. Super, Rainer, vielen Dank. Ich danke für den Besuch. Ciao.